Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Cyberpunk-Video. Heute habe ich für euch eine Zusammenfassung aller aktuellen News rund um Cyberpunk 2077, unter anderem zur Performance auf den Konsolen, zu eurem Ingame-Inventar, zum Soundtrack und zum Quest-Design. Außerdem äußern sich die Entwickler auch zu den Befürchtungen einiger Leute, dass das Spiel zu fröhlich und nicht düster genug ist. All das klären wir hier in diesem Video. Wenn euch das interessiert, bleibt gerne mit dabei. So, bevor wir jetzt mit dem Video starten, möchte ich aber noch den Elefanten im Raum ansprechen, denn wenn ihr nicht gerade neu hier auf meinem Kanal seid und meinen Content bisher kennt, dann habt ihr wahrscheinlich mitbekommen, dass ich vor einem Monat oder circa einem Monat beschlossen habe, nur noch Cyberpunk-Content und diesen nur noch auf Englisch zu machen. Seit meinem großen Kanal-Update damals sind 27 Tage vergangen und ich habe 10 Videos auf Englisch hochgeladen. Und um es hier jetzt relativ kurz zu machen, hat es sich für mich nicht so gut angefühlt, wie ich es mir erhofft habe. Genaueres werde ich aber auch in einem weiteren Kanal-Update in den kommenden Tagen dann nochmal erläutern und eben auch etwas ausführlicher. Wenn euch das also interessiert, dann schaut da einfach nochmal rein. Und ansonsten würde ich sagen, starten wir jetzt ins Video. Und einsteigen möchte ich mit einem Cameo-Charakter, also einem Charakter, der es geschafft hat, ins Cyberpunk-Universum integriert zu werden, obwohl er eigentlich nur aus dem Genre kommt, aber eben nichts mit Cyberpunk zu tun hatte vor 2077, aber CD Projekt Red sich entschlossen hat, ihn sozusagen als Easter Egg mit ins Spiel zu bringen. Auch wenn dieser Charakter jetzt kein wirklicher Spoiler ist, da er nicht storyrelevant ist, da er eben neu in der Lore von Cyberpunk ist, möchte ich euch trotzdem darauf hinweisen, dass ihr hier halt einen neuen Charakter zu sehen bekommt und wenn ihr komplett unbefangen an Cyberpunk gehen wollt, dann ist diese News vielleicht nichts für euch und dann solltet ihr am besten einfach zu dem hier im Bild eingeblendeten Timecode springen. Wenn ihr aber noch mit dabei seid, dann jetzt hier die Info zum neuen Charakter, denn ins Spiel kommt ein Clown, also ein Bozo. Und Bozos sind durchaus in der Lore von Cyberpunk verankert. Das ist eine Gang in Night City, die eben aus Clowns besteht und die Bürger von Night City terrorisiert. Letzten Endes ist diese Gang vermutlich nicht im Spiel, aber ein Charakter, der zu dieser Gang passt und der heißt witzigerweise auch Ozob, also Bozo rückwärts. Wie ihr hier sehen könnt, ein verrückter Clown mit roten Haaren und einer ganz markanten roten Granate als Nase. Und dieser ist eben erst durch CD Projekt Red in die Lore von Cyberpunk integriert worden. Ursprünglich ist das nämlich eigentlich ein Charakter, der von einem brasilianischen Nerd-Podcast-Team erfunden und erdacht wurde. In Brasilien ist das auch ein sehr gefeierter Charakter, also der ist sehr bekannt und sehr beliebt. Und CD Projekt Red hat sich gedacht, der passt gut zur Lore und zur Geschichte von Cyberpunk, dem gönnen wir doch einen Cameo-Auftritt für unsere brasilianischen Fans. Wie ich finde, eine richtig coole Sache und ja auch nicht der erste Charakter, der es ins Spiel geschafft hat als Cameo-Auftritt. Diesmal zwar kein bekannter Influencer oder dergleichen, aber halt trotzdem eigentlich eine coole Geschichte und eine, an die man sich bestimmt erinnert, wenn man das Spiel spielt und auf diesen Charakter, also Ozob, trifft. Und auch sehr interessant war, dass direkt auf Twitter die Beschwerde kam, dass CD Projekt Red schon so viele Charaktere im Vorfeld verraten würde. Und da kam als Bestätigung gleich der Tweet, dass man sich wundern würde, wie viele Charaktere es tatsächlich überhaupt noch gibt und denen noch nicht mal bekannt ist, dass sie überhaupt im Spiel sind. Also da wird uns mit Sicherheit noch einiges erwarten und CD Projekt Red hat nicht schon das ganze Pulver verschossen. Und wenn wir gerade schon beim Thema Beschwerden sind, dann ist eine Beschwerde, die CD Projekt Red immer wieder zu hören bekommt, dass das Spiel viel zu nett und viel zu fröhlich und hell und überhaupt nicht düster und gefährlich wirkt, wie ja eigentlich eine dystopische Zukunft sein sollte. Dazu hat sich Massimo Mo, einer der Entwickler, zu Wort gemeldet und hat gesagt, Cyberpunk 2077 ist ein voll ausgewachsenes RPG mit Entscheidungen und Konsequenzen, die Gewicht haben, einem tiefen Charakter-Fortschrittssystem und einer wirklich aufregenden Story, die definitiv auf Augenhöhe mit den Witcher-Spielen ist. Ihr werdet nicht enttäuscht sein. Und außerdem ist das Spiel auch sehr düster, was ihr am 19. November selbst sehen werdet. Also hier auch nochmal die offizielle Bestätigung, um diese Befürchtungen im Keim zu ersticken. Letzten Endes müsst ihr ihn da beim Wort nehmen und auf sein Wort vertrauen. Beweise dafür scheint es erstmal keine zu geben, aber wir dürften es alle selbst am 19. November herausfinden. Und nach allem, was ich gesehen habe, bietet diese Welt auch sehr viel Potenzial dafür, wirklich sehr düster zu sein und auch die Story sehr düster erzählt zu werden. Insofern glaube ich auch nicht, dass CD Projekt Red hier den Blümchenweg gewählt hat und hier niemandem auf den Schlips treten möchte. Sie haben auch schon in diversen Trailern und mit diversen Posts bewiesen, dass sie definitiv einige Grenzen überschreiten und hier auch Dinge zeigen und erzählen,
mit denen man so nicht rechnet oder die man vielleicht eigentlich unter normalen Umständen als Tabuthema ansehen würde. Auch die Tatsache, dass Paul Leonard Morgan mit beim Soundtrack involviert ist, ist eigentlich ein sehr gutes Indiz dafür, dass die ganze Stimmung sehr düster, sehr drückend und sehr, sehr schwer wird. Ich finde seine Arbeit, die er bei Dread geleistet hat, war schon sehr bezeichnend und ihr findet auch auf YouTube diverse Videos mit einem kurzen Ausschnitt von der Musik, die er für Cyberpunk bisher gemacht hat. Auch das ein sehr guter Hinweis darauf, wie sich die Musik anhören wird und wie eben auch die Stimmung im Spiel sein wird. Aber kommen wir doch zu einem etwas leichteren und fröhlicheren Thema, nämlich eurem Ingame-Inventar. Und da ist jetzt vor kurzem auf Social Media bekannt geworden, dass euer Inventar nicht nur in eurem Apartment, also in Wies Apartment, abrufbar ist, sondern auch in jedem Kofferraum eines Autos, das ihr besitzt. Autos, die ihr stehlt, besitzt ihr nicht direkt, die despawnen wieder, sobald ihr das Auto verlasst. Aber wenn ihr ein Auto über eine Quest bekommt oder euch Ingame kauft, dann gehört es euch und ihr könnt es jederzeit, so wie Plötze in The Witcher, zu euch rufen. Und eben genau auf diese Autos wird dann euer Lager sozusagen erweitert, sprich ihr könnt den Kofferraum öffnen und habt dann Zugriff auf all eure Gegenstände. Also einfach nur ein wunderbares Quality of Life Feature, das, wie ich finde, erwähnenswert ist. Und auch ein neues und wirklich interessantes Feature bei Cyberpunk ist, dass im Vergleich zu The Witcher bei Cyberpunk die Gesichter sehr detailliert animiert werden, je nachdem, was gesprochen wird und wie gesprochen wird und auch in welcher Sprache gesprochen wird. Cyberpunk setzt dabei auf die Gesichtsanimationssoftware Jali und bei dieser Software werden Lippen und Kiefer unabhängig voneinander bewegt, dann noch ergänzt durch Augenbewegungen und Blinzeln, durch Bewegungen der Augenbrauen und Bewegungen des Nackens, um dem Ganzen einen wirklich realistischen und lebensechten Look zu verleihen. Und ich finde, man sieht in dem Originalvideo, das ich euch unten in der Infobox verlinkt habe, sehr, sehr gut, wie perfekt das schon funktioniert. Damit kann halt auch sehr, sehr gut die Tonalität und die Stimmung des Gesprochenen im Gesicht dargestellt werden. Und das Ganze kann auch sehr schnell und unkompliziert auf eben andere Synchronisationen in anderen Sprachen übertragen werden. Das hat mehrere Auswirkungen, nämlich zum einen gibt es im Spiel Charaktere, die nur in ihrer eigenen Muttersprache sprechen. Also der Chef, der CEO von Arasaka, spricht im ganzen Spiel, egal auf welcher Sprache ihr das Spiel spielt, immer nur Japanisch. Er wird natürlich zu 100% lippensynchron sein und auch die Gesichtsbewegungen und die Mimik passt perfekt zu dem Gesprochenen. Das gleiche gilt aber auch eben für Synchronisationen in andere Sprachen, sprich die deutsche Synchronisation wird immer durch dieses Programm lippensynchron sein. Ich persönlich finde solche Blicke hinter die Kulissen immer sehr, sehr spannend. Wenn euch das interessiert, wie gesagt, der Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Schaut euch gerne das Originalvideo an. Mir persönlich hat es super gefallen. Mit The Witcher und dem einzigartigen und sehr, sehr guten Quest-Design ist CD Projekt Red ja wirklich auch bekannt geworden. Und auf Social Media haben einige User jetzt ihre Bedenken geäußert, ob CD Projekt Red mit Cyberpunk denn überhaupt diesen Standard von The Witcher halten kann. Ob Quests dann auch weiterhin so viele verschiedene Enden haben werden, gesteuert durch die Aktionen und die Entscheidungen, die der Spieler im Verlaufe einer Quest treffen wird. Und daraufhin hat der offizielle Cyberpunk-Twitter-Account geschrieben, unser Quest-Team ist wirklich super. The Witcher 3 war eine tolle Aufwärmphase in Sachen Quest-Design. Aber jetzt geht's erst richtig los. Das lässt natürlich auf Großes hoffen, aber um das ganze Thema vielleicht für euch noch etwas weiter anzusprechen, ich habe in den vergangenen Monaten immer wieder Interviews gelesen, wo es genau um dieses Thema ging und da wurde auch immer wieder betont, dass die Quests in Cyberpunk sehr, sehr einzigartig sind, weil sie eben wirklich so weitreichende Konsequenzen teilweise über den gesamten Verlauf der Story haben. Teilweise haben sie keinen Einfluss, wo man einen vermutet, manchmal haben sie einen direkten Einfluss noch während der Quest und manchmal beeinflussen sie die Story ganz weit im Verlauf der Story, also sprich Stunden später in eurer Spielzeit, erinnert sich irgendwer an euch oder wie ihr in einer bestimmten Situation reagiert habt und handelt dementsprechend anders. Und eine Sache, die ich auch aus einem Interview mit Philipp Weber, einem der Senior Quest Designer von Cyberpunk, entnommen habe, ist, dass es in Cyberpunk 2077 nicht eine einzige Fetch and Bring Quest geben wird. Also sprich eine Quest, die euch von Punkt A nach Punkt B schicken wird, um ein Item einzusammeln und dann wieder zurück zu Punkt A zu bringen. Also sprich einfach nur eine Quest, die euch Spielzeit kostet, um künstlich die Story in die Länge zu ziehen. So etwas wird es bei Cyberpunk nicht geben. Jede Quest hat einen erzählerischen Nutzen oder einen Plot-Twist, der für eure Story relevant ist. Und gleiches gilt übrigens auch für jede Side-Quest.
Und kommen wir doch damit zum letzten Punkt in diesem News-Video, nämlich der Frage, wie die allgemeine Performance und vor allem auch die Framerate auf den Konsolen sein wird. Auch da hat sich Marcin Momo zu Wort gemeldet mit einer relativ lapidaren Aussage: Es läuft gut und außerdem wird es in naher Zukunft mehr zu diesem Thema geben. Also falls ihr auf der Konsole unterwegs seid und Cyberpunk auf Konsole spielen wollt, dann haltet in den nächsten Wochen Ausschau nach neuem Gameplay-Material, das auf jeden Fall von der Konsole kommen wird. Denn CDPR hat versprochen, dass wir vor dem Launch von Cyberpunk noch Konsolen-Gameplay zu sehen bekommen. Und da uns noch genau ein Night City Wire, also sprich der Livestream von Cyberpunk, ins Haus steht vor dem Release, gehe ich schwer davon aus, dass wir dort dann auch besagtes Gameplay zu sehen bekommen. Also wenn ihr da die News nicht verpassen wollt, dann abonniert gerne meinen Kanal, aktiviert die Glocke, dann werdet ihr auf jeden Fall benachrichtigt, wenn ich das entsprechende News-Video hochlade. Ansonsten schaut euch auch einfach den Livestream an. Ich bin mir sicher, dass es da wirklich sehr interessante Sachen zu sehen gibt, wie auch dieser Tweet hier vermuten lässt. Das war's aber auch für dieses News-Video. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen und wenn ja, dann würde ich mich über ein Däumchen nach oben von euch freuen. Vergesst wie gesagt nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren und wenn ihr Lust habt, auch mit mir in den Kommentaren über das Gesehene zu sprechen. Ich beantworte eigentlich immer alle Kommentare, also lasst gerne eure Meinung zu dem Gesehenen da. Ansonsten war's das aber auch von meiner Seite. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen, habt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.